gucken wir einfach mal an, wie viel Schaden er genommen hat. Du. Schwer verletzt. Ja, nee, dann mache ich jetzt nicht Einzelfeuer ungezielt. Dann mache ich jetzt nochmal auf Sensoren. Dann macht er jetzt immer noch nichts. Ich hole gleich die Gatling Gun raus. Auch wenn das recht viel Munition verbrezelt. Na, du fließt. Okay. Mach ungezieltes Einzelfeuer. Ein Schuss auf dich. Ein Schuss auf dich. Voll daneben. Mach allgemein mal ungezieltes Feuer. Ich guck mal, wie viel Schaden das so macht. Ja, 32. Da macht es nicht viel Unterschied, ob es gezielt ist oder nicht. Genau. Viel besser. Crunch. Oh, und kaputt. Okay, gib mir das. Schieß dem. Ist das alles knapp. Geh mal. Zwei Felder weiter. Was soll's. Versuch's einfach. Oh, jetzt sind sie wach geworden. Ja, komm mal her. Das ist eine sehr gute Idee. Auge. Dafür werde ich dich tagelang quälen. Pff, unwahrscheinlich. Entweder töten wir dich oder du machst irgendeinen Crit und wir sind instant pulverisiert, zerhackstückelt oder sonst irgendwas. Mit tagelang irgendwas machen wird das nichts. Oh, du bist schon wieder so ein ganz komischer. Geh mal dahin. Und dreh dich um, dass du nicht mit dem Rücken zu ihm zeigst. Du hast einen Flammenwerfer, richtig? Du willst mal so kuscheln. Ja, du bist ein Flammenwerfer. Oh, warte. Viel besser, da du wieder so ein zäher Supermutant bist. Unverletzt. Unverletzt. Tot. Gut. Du da hinten bist zu weit weg. Könnten ein paar Schüsse daneben gehen. Mach lieber Einzelfeuer. Achso, es gehen halt ein paar daneben. Oh. Okay. Das ist jetzt ungünstig. Könntest du einen Schritt noch vorgehen? Du lauerst. Du Arschloch lauerst. Na gut. Nimm die alle mit. Sonst du kannst gar nicht schon lange. Einfällt. Also was Türbogen angeht, ist es manchmal echt ein bisschen komisch, wann er wohin schießen darf und so. Genau, darf schon wieder nicht. So, jetzt dürftest du ihn aber treffen, oder? Gut. Wieder ein Flammenwerfer. Das scheint jetzt irgendwie ein Flammenwerfertrupp zu sein. Geh mal dahin. Du. Ah, hast diesmal überlebt. Okay. Ich hasse Typen wie dich. Was für ein Typ sind wir denn? Typen mit Gatling Guns? Laser Gatling Guns? Oh, Level Up. Sehr schön. Machen wir gleich. Erstmal du. Und du. Und wir hätten gern mehr Energiewaffen, damit wir auch im Dunkeln einigermaßen gut treffen. Jo. Okay. Munition wäre. Ah, genau. Munition ist echt super. Her damit. Wie viel Schuss haben wir noch? Ah, mehr als genug. Da können wir auch ein bisschen rumgatlingen. So, die da hinten scheinen nicht. Was ist hier noch ein Fahrstuhl? Geh mal da lang, ich bin neugierig. Schieß dem den Rücken. Bleib dann da stehen. Laser. Pa. Was hast du? Flammenwerfer. Flammenwerfer niemals unterschätzen. Geh dahin und zerhackstückeln im Nahkampf. Mhm. Gott. So, du.
mir 270 Bierdeckel. Gib mir Munition, ist viel wichtiger. Money. Money. Deckel. Money. Und was bist du? Was bist du? Du bist abgeschlossen. Noch mehr Stealth Boy Scanner und Dinge. Tür ist verschlossen. Machst du auf? Du bist verschlossen. Du konntest das Schloss nicht aufbrechen. Wo führst du hin, verdammt? 4. Ach, wir hätten da gar nicht weiter gemusst. Okay. Wir sind irgendwo im Keller gelandet. Machen wir mal auf. Verschlossen. Das hält uns nicht auf. So ein bubliges Schloss. Oh, hallo. Kann ich nicht treffen? Kann ich nicht treffen. Mach mal einen Schritt vor. Und mach 3 Schritte zurück. Du benutzt ein Stimpack. Okay, du kannst wieder nicht. Kannst du jetzt? Kannst nicht. Kannst du jetzt? Gut, Deckung. Und kaputt. So, was habt ihr beiden denn da bewacht? Schon mal Stimpacks, das ist gut. Noch mehr Stimpacks. Oh, du hattest auch so ein tolles Ding. Die sind super, ne? Gut, dass du damit nicht geschossen hast. So, und das sieht sehr, sehr gefährlich aus. Nein. Sollst du es dir angucken. Eine Atombombe. Sie sieht sehr gefährlich aus, wie sie so da liegt. Ja. Wir können einfach jetzt das ganze Ding hier in die Luft jagen. Wir müssen gar nicht mit dem Meister sprechen. Aber dann haben wir nicht die Sicherheit, dass er auch wirklich tot ist. Ja, wir bahnen uns lieber erstmal einen Weg hier oben weiter durch. Töten den Meister und zünden dann die Atombombe. Die wird automatisch ausgelöst. Ja. Und damit sprengen wir den ganzen Komplex hier, damit noch gar kein Mutant überlebt. Aber wenn wir jetzt das Ding einfach so zünden und rauslaufen, dann könnte ja sein, dass der Meister irgendwie das merkt, dass es gezündet wird und dann durch den Hintereingang verschwinden. Und irgendwas in der Richtung. Das wäre nicht so schön. So. Hallo, du da? Geh mal wieder zurück. Dahin, wo es hell ist, damit man dich besser treffen kann. Zeit, hier mal richtig aufzuräumen, sagt der Mann in der Kutte. Ihr habt beide einen Laser? Ich hätte nichts sagen sollen. Ich hätte nichts sagen sollen. Okay. Mach Stimpacks. So. Das sind viele Stimpacks. Vielleicht doch ein großes nehmen sollen. Hm? So. Und nochmal 2 Schritte zurück. Drehen. Plasma-Pistole. Okay. Gatling Gun. Gut. Weiter zurück. Das nennt sich taktischer Rückzug. Vor den übermäßigen Lasergewehren. Und Plasma-Pistolen. Die sich gegenseitig... Ja. Genau. 57. Okay, du. Und geh jetzt in Deckung hinter der Tür. Okay, dann bitte gleich Stimpacks noch und nöcher. Wobei erstmal so einen großen. Davon haben wir inzwischen ziemlich, ziemlich viele. So, dann kannst du auch gleich im selben Atemzug noch das danach laden. Und weiter um die Ecke gehen.
So, und für euch benutze ich wieder kein Burst-Modus, sondern das Ding hier. Im Einzelfeuer. In der Hoffnung, dass ein so ein Schuss reicht. Richtig. Au. So, für dich nehme ich aber Burst, weil ich nicht wieder vom kritischen Laser-Ding da getroffen werden will. Ah, 2 für 1. Ja, mit. So, zeig, was du hast. Du hast... Ich glaube, wir haben langsam wieder genug Munition. Hm? Ja, tolle Plasma-Pistole. Ist okay. Hier sind noch mehr Computer. Hier könnten wir eventuell was machen. Und da hinten ist eine dubios aussehende Tür. Meister, ein Eindringling. Oh, ich wollte dir die Chance geben, dich zu ergeben und uns irgendwelche technischen Informationen auszuhändigen. Aber ich zerschieße lieber eure Computer. Und dann dich. So. Computer. Die nichts machen. Was ist das Tür? Ja. Hier ist dieser komische, eklige Grisselraum. Grisselgang. Allerdings gucken wir uns vorher nochmal hier um. So. Tür ist verschlossen. Ja, verständlich. Vielleicht finden wir noch irgendwie eine ganz geheime Waffe, die wir dann gegen den Meister einsetzen können. Hätte ja was. Und auch alle abgeschlossen. Abgeschlossene Kisten hinter abgeschlossenen Türen, wo nur Deckel drin sind. Das. Oh, ich hab nichts gesagt. Psycho. Und das da. Und das da. Sehr gut. Was haben wir da hinten? Ja, ist wirklich alles abgeschlossen. Mach mal kurz das dahin, damit ich mich besser hier bewegen kann. Und knack schon mal alle Schlösser. So, so, so. Und dann kannst du einmal durchgucken. So, Raketen. Brauchen wir nicht unbedingt. Granaten ist immer so eine Sache. Ich nehme mal ein paar mit. Kann ich nicht. Okay. Und letzter Schrank. Munition. Da haben wir aber auch schon 300, 400 Schuss. Das reicht auf jeden Fall, selbst mit der Gatling Gun. Gut, das heißt, wir stellen uns hier hin. Ja, speichern ab. Und zwar da. Jo. LP 23. Ende. Fragezeichen. Oh ne, ich schreibe es lieber aus. Nicht, dass das Spiel irgendwie crasht, weil ich ein Sonderzeichen benutzt habe. So. Okay. Und rein. Also, Gatling Gun des Todes. Gatling Gun des Todes. Stimpacks hochpushen. Psycho wirkt anscheinend noch. So. Und hier war das Problem, dass der... genau, der Raum beißt ein. Dir läuft es kalt den Rücken herunter und du spürst, wie sich etwas vom Korridor her nähert. Dir bleibt fast das Herz stehen, als du die Unmenge an fleischliche Überreste siehst. Aber das Schlimmste ist, dass es sich bewegt und deinen Namen ruft. Genau, jetzt beißt es mich, mir wird schwarz vor Augen, es stinkt und... Bach. Stimpack, Stimpack, Stimpack. Und in Deckung gehen. So. Wir wären jetzt beim Meister. Er könnte einfach anfangen zu ballern, aber ein Dialog gehört eigentlich dazu. Also sprechen wir den Meister jetzt an. Trittst du der Einheit bei oder stirbst du hier? Beitritt. Tod. Beitritt. Tod. Ich bring dich um. Du denkst... So. Deckung? Deckung. Und Mutantenform. Okay. Gegenschießen? Deckung?
Er blockiert? Warum blockiert? Warum? Hey, ich hasse es.